war damals schon immer recht fußballbegeistert. Meine große Schwester hat auch Fußball gespielt. Und mein erster Stadionbesuch war einfach hier beim VfL mit 6 Jahren damals. Und das hat mich einfach so geflasht und es hat mich so mitgenommen. Diese Emotionen, die da auch auf den Rängen überkochen. Also dadurch, dass ich dann jedes Heimspiel zusammen mit meiner Familie besucht habe, im Familienblock halt und dann die Meisterschaft geholt habe, mich dann auch rüber in die Nordkurve gezogen hat. Und auch diese Stadt fasziniert einen einfach komplett, weil die Leute stehen halt zu dem, was sie hier haben. Sie stehen zu ihrem Verein. Mir ist auch einfach wichtig, dass man sich nicht verstecken muss, woher man kommt. Also einfach, dass man diese Leidenschaft auch den anderen rüberbringen kann, dass die Liebe zum Verein einfach da ist und auch, dass man zu dieser Stadt hält und steht. Ich finde, das ist ein super, super Satz von dir, dass man einfach dazu steht. Ich kann dir sagen, dass wir uns hier verwurzelt haben, meine Familie und ich. Wir sind hier heimisch. Wir hatten vorher verschiedene Anlaufpunkte, familiär, also die meiner Frau, die von mir. Wir haben aber nie gesagt, wir müssen dahin oder dahin irgendwann. Wir haben es uns immer offen gelassen. Und vor einem Jahr haben wir uns dann entschieden, hier sesshaft zu werden, unabhängig von meiner Karriere. Da bin ich wieder bei dem, was ich ja auch über die Jahre hier mitbekommen habe. Ich habe immer mitbekommen, ja, wir sind vielleicht anders oder die Stadt ist anders. Das Fanaufkommen ist anders als bei anderen Vereinen oder irgendeine Tradition würde fehlen. Ja? Und ich finde es einfach, wir sollten uns einfach hinstellen und sagen, ja, wir sind anders, aber wir sind so. Weil wir anders sind, zeichnet uns das aus. Und ich glaube, das muss einfach jeder hier leben. Wenn man an 2015 denkt, an den Pokalsieg, ja, wenn man da sieht, was wir hier bewegt haben, welche Emotionen, wie viele Menschen auf der Straße waren, wie viele Menschen in Berlin waren, ja, das hätte uns ja keiner zugetraut. Und wir haben es einfach gemacht hier. Ja, und das ist einfach geil. Wie fühlst du dich dann zum Beispiel, wenn du daran zurückdenkst, dass du ja nun mal damals in Darmstadt im Tor standest und nun mal uns durch das Elfmeterschießen gerettet hast? Dankbar, dass ich so gute Mitspieler hatte, die mir geholfen haben, das Ding zu gewinnen. Klar, ich habe in der Runde gegen Darmstadt gespielt. Deswegen wiegt es für mich ein bisschen mehr, dass ich da meinen Anteil dran hatte. Einfach auch aufgrund des Elfmeterschießens und weil man als zweiter Torwart ja sonst nicht so die Chance bekommt. Also empfindest du da auch schon ein großes Stück Dankbarkeit, ja, wenn du daran zurückdenkst, auch für die Fans dann, weil ich weiß halt noch, für uns war es damals, auf gut Deutsch gesagt, eine richtige Scheißtour nach Darmstadt. Es war spät abends, es war echt ein totaler Grottenkick, wenn man das mal so sagt. Das stimmt. Es wurde Minute für Minute schlechter und man ist immer mehr Richtung Ende gekommen, wo man dann nur dachte, ey. Wir haben es einfach nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Dass natürlich die Geschichte dann so läuft, dass wir erst einen Elfmeter verschießen und ich dann zwei halte, sodass wir weiterkommen, daraufhin noch den Pokal gewinnen. Ja, es geht nicht viel besser. Klar, ich hätte jedes Spiel machen können und wir gewinnen, das wäre besser gewesen. Aber das ist halt im Mannschaftssport so. Da muss jeder seinen Job ausführen. Und wenn der Job ein Spiel ist oder wenn der Job 5 Minuten ist, dann musst du den machen. Und dadurch erreicht man Großes. Da hat man halt einfach gemerkt, dass die Mannschaft diesen Kampfgeist noch hatte und die Leidenschaft hatte, diesen Sieg da zu holen. Auch wenn die Anspannung bei uns Fans immer größer wurde, umso näher wir Richtung Ende der regulären Spielzeit gekommen sind. Aber umso größer war dann halt auch die Freude und diese Freude ist dann halt auch bei der Mannschaft rübergekommen. Zur aktuellen Situation, das ist beschissen. Wir haben da hart dran zu knabbern. Ich habe da hart dran zu knabbern. Ich mache mir den ganzen Tag Gedanken, wie kann man was verbessern, wie kann man den Jungs helfen, dass wir es besser auf den Platz kriegen, weil wir spüren das natürlich auch, die Unzufriedenheit, die jetzt ja knapp ja, 2 Jahre schon andauert fast. Das sind einfach Situationen, die will keiner von uns, die will ich nicht mehr. Mich kotzt es dermaßen an, dass wir immer auf die Fresse bekommen und jedes Mal Negativschlagzeilen haben. Die genervte Stimmung, die ich habe, die nehme ich mit nach Hause zu meiner Familie, obwohl ich die eigentlich vor der Tür lassen möchte, aber man kann das nicht. Ich habe vollstes Verständnis für die Fans, für den Unmut, für die Reaktionen. Ich war letzte Saison Nummer 3 und saß auch oft auf der Tribüne und habe mir gedacht, ey, was ist los, wo ist das Feuer, wo ist der Funke? Ich kann aber auch sagen, ich bin in der Mannschaft drin, ich bin jetzt wieder Nummer 2. Es ist nie so, dass da welche sitzen und sagen, oh, ja, heute verlieren wir mal. Ja, da lege ich meine Hand fest ins Feuer. Dazu sind wir alle viel zu sehr Sportler. Würdest du sagen, dass vielleicht einfach so ein bisschen
gerade jetzt bei denen, die jetzt gerade frisch dazugekommen sind, vielleicht so ein bisschen die Identifikation auch mit der Stadt fehlt? Ich glaube, man braucht seine Zeit. Ich kann dir aus meinem Fußballerleben sagen und dem meiner Frau, dem meiner Kinder, dass es für mich als Spieler recht einfach ist, Anschluss zu finden, wenn man irgendwo neu hinkommt. Also aus meiner Erfahrung hat es bei meiner Frau, als wir damals nach Fürth gegangen sind, aus München nach Fürth und jetzt von Fürth nach Wolfsburg, fast 2 Jahre gedauert, um einen gewissen Freundeskreis zu bekommen, in dem man sich wieder wohlfühlt, indem man sagt, das ist mein Zuhause. Also nicht, dass die Stadt Wolfsburg nicht mein Zuhause ist, aber einfach, wo du als Familie wieder Anschluss hast. Und deswegen sind wir bei dem Thema Heimat. Ich glaube, dass das dann immer schwer zu verlangen ist, nach einem halben Jahr schon davon zu sprechen. Aber man kann erwarten, dass man, wenn man als Fußballer einen Vertrag unterschreibt, ab dem ersten Tag alles dafür investiert, dass der Verein und deine Mitspieler Erfolg haben. Und da muss man, glaube ich, vielleicht noch nicht über Heimat sprechen, aber du musst da alles reinwerfen. Das ist meine Sicht. Ja, du verpflichtest dich ja zu was. Ja, und dann solltest du ein Stück weit schnell lernen, was es heißt, für den Verein zu spielen, was der für Werte hat und wofür der steht. Und auch so ein Stück weit auch mehr Richtung Fans geht, dass man sich auch mal in deren Köpfe versetzt, was die Woche für Woche da auf den Rängen leisten müssen und auch, was die sich teilweise für Hohn und Spott anhören müssen. Für mich ist es völlig klar, was ihr auf euch nehmt, was für Kosten das auch sind. Ja, das ist ja über ein ganzes Jahr sind das enorme Summen, die dort investiert werden. Nicht nur Summen, das ist auch Zeit. Das ist ja eure Freizeit, ihr könnt ja auch was anderes machen, aber wollt ihr nicht, weil ihr dazu steht. Ja, und mir ist das total bewusst. Und das ist auch mein größter Respekt für jeden, der das macht, weil das nicht selbstverständlich ist.